Gute Stimmung, gelöste Atmosphäre und deutsche Spitzensportler zum Anfassen. Die Olympiasieger Miriam Welte, Andreas Kufner, Jan-Philipp Rabente und der siebenmalige Kanu-Weltmeister Max Hoff bescherten den rund 350 Auszubildenden im Mercedes-Benz-Werk in Bremen ein paar unvergessliche Stunden. Im Rahmen der Eliteförderung der Stiftung Deutsche Sporthilfe besuchten die Stars das Ausbildungszentrum und tauschten dabei ihre Sportgeräte gegen Werkzeuge aus. Ich habe schon gefräst, ich habe schon eine Techniküberprüfung gemacht an einem Auto, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Dann über das Steuergerät das Schiebedach auf und wieder zugeklappt. Ich durfte mich in ein AMG setzen, also ganz viele spannende Sachen schon. Für die Olympioniken und die Auszubildenden brachte der Besuch eine Menge Abwechslung in ihren Alltag. In Ruhe konnte der Mercedes-Benz-Nachwuchs den Athleten viele Aspekte seiner eigenen dualen Karriere präsentieren. Getreu dem Motto Learning by Doing durften auch die Sportstars bei der Endabnahme eines Fahrzeugs und der Programmierung eines Roboters Hand anlegen. Bei allen Stationen kam auch der Spaß nicht zu kurz. Für Kufner war der Besuch nicht einmal ein Auswärtsspiel. Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen, habe schon ein Praktikum gemacht bei Daimler in Berlin und für mich ist einfach ein neuer Einblick in die Produktion. Ein kleiner Baustein für mein Studium einfach auch wieder, für meine berufliche Zukunft, einfach mal diese praktischen Dinge zu sehen. Denn auch die Athleten müssen sich neben ihrem intensiven Training um die Karriere nach der Karriere kümmern. Ohne die Hilfe der Eliteförderung der Stiftung Deutsche Sporthilfe, die Mercedes-Benz seit 2013 unterstützt, könnten bei den Olympischen Spielen auch ihre Medaillenträume kaum wahr werden. Allein im vergangenen Jahr gewannen die Sportler aus diesem Förderprogramm 360 Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften. Also für uns ist generell diese duale Karriere extrem wichtig. Wie gerade schon ein paar Mal erwähnt, ist es halt so, dass wir unter den Bedingungen, mit dem Spitzensport natürlich manchmal Schwierigkeiten haben, das 1:1 zu verbinden mit dem Studium oder mit der Ausbildung. Und gerade da sind natürlich so Förderer wie Mercedes für uns extrem wichtig, die das unterstützen und einem da Hilfestellung geben und helfen, schon für die duale Karriere und die Karriere vor allen Dingen nach dem Sport bestens gewappnet zu sein. Ich finde, dass man diese Ruhe, diese Gewissheit auch braucht, um irgendwie Leistung bringen zu können, sich in einer gewissen Zeit einfach dann komplett auf den Sport zu fokussieren, um dann die Erfolge zu bringen, die man von sich selbst und erwartet und die aber auch die Gesellschaft so ein bisschen erwartet. Am Ende des Besuchs durften sich die Athleten dann auch noch auf der Offroad-Strecke The Rock austoben und hatten im robusten GLK-Modell bei den gewagten Manövern ihres Fahrtrainings sichtlich Spaß. Doch nach dem ereignisreichen Tag steht für alle Beteiligten die Rückkehr in den Alltag an, wo sowohl für Olympiasieger als auch für den Mercedes-Nachwuchs nur eines gilt: das Beste oder nichts.